immer Spaß. Also ich freue mich ja am meisten auf das Feuerzeug. Sehr spezielles Feuerzeug, aus der getestet auf der ISS. Hochtechnologisch weiterentwickelt, brennt auch ohne Luft. Marcel, du könntest doch, du kannst so einen Satz zum Beispiel sagen wie, ja, Tim und ich kennen uns schon seit, und dann gehen wir raus. Du erzählst gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Also Tim und ich, ja, wir kennen uns ja schon seit... Okay, dann mach ich mal kurz Kiffer an. Also leg das Bier beiseite, das sieht man dann eh nicht. Ja, ja, der Bulle, der so damals, ne? So, als wir bei Malen erwischt waren. Bei Malen haben wir Güterwaggons gemalt. Richtig krass. Action war das. War nichts los. Aber nicht nur. Richtig easy. Und dann auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht mehr, was wir da jetzt genau gemacht haben. Ja, und dann kam auf einmal eine Zivilstreife vorgefahren und hat uns beiseite gebeten. Und anscheinend hat irgendwer einen Hinweis gegeben, dass dort irgendwelche Leute gemalt haben. Ich weiß nicht, warum die sonst da lang kamen. Die Festplatte ist nicht zu retten, hast du gesagt, ne? Tommy? Was? Die Festplatte ist nicht zu retten, hast du gesagt, wa? Moment, ich muss noch probieren. Hab ich dir das schon mal? Ach so, eine Möglichkeit gibt's noch, oder? Noch. Das wäre so schön, wenn die wieder heile gehen würden. Ja, das glaube ich. Der Nico wäre auch so. Ja, hast du mir gesagt, aber bei ihm hast du es schon hoffnungslos, ja, hast du gesagt. Bei ihm hat sie gequalmt. Okay. Und das ist halt nicht so schön. Nee, das sind, wenn sie qualmen, ist meistens ein schlechtes Zeichen, oder? Ja. Ich kenne mich nicht aus, aber. Ja, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ich habe 7 Jahre in der Kosmetikschule gearbeitet. Bei ihm ist noch nicht frei. Nicht wirklich. 17 Jahre in der Kosmetikschule gearbeitet bei Yves Saint Laurent. Okay. Krass. In Marseille. Sieht man dir gar nicht an. Ich war noch in Marseille. Ach so. Wahrscheinlich deshalb. Ja, Entschuldigung. Also ich interagiere auch sehr gut mit meinen Kunden, wie man sieht. Ja, ja, es ist... Also ja, Mann. Haben sie uns auf der Straße sozusagen verhört, haben uns auseinander genommen, jeden für sich. Der Bulle ist mit mir hinter so einen Busch gegangen und hat mir ein paar Denkanstöße mit dem Fuß gegeben. Bis es mir dann eingefallen ist, was wir gemacht haben. Und ich war 16, ja, ich war wehrlos. Heute ist das wie sofort zurückgeschossen. Heute nicht zurückgeschlagen. Bam! Sofort. ACAB! Aber die Daten, die da drauf sind, kriege ich nie wieder. Tim, sag mal.
ich habe noch fast viel Schlimmeres. Meine ganze musikalische Laufbahn ist da drauf und ja, die ist kaputt, die Scheiße. Jetzt 90%, sage ich mal. Ist die Chance, dass er, also 10% ist die Chance, dass er gerettet wird. Ja, ja. Das klingt ja vielversprechend. Ja, ja. ja, scheiß mal auf die letzte Line. Okay. Da. Ich kann auch noch auf dem Leineweber-Markt Autoscooter fahren. Ist halt Leineweber? Ja. Oh, hab ich mir eben schon angeguckt. Ich hab meine Silberhose nicht mit, geht nicht.